Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist mein Wochenupdate Woche 15. Aus meinem Praktikum als Zeitungsfotograf in Bremen. Am Montag, da habe ich Fotos bearbeitet und Mails geschrieben und gecheckt, mehr nicht. So, der Dienstag, da habe ich dann die Fotoreportage zum Thema Wasserstoffzug, Wasserstofftankstelle für den Zug gemacht. Da bin ich mit Elias zusammen von hier aus Bremen nach Bremervörde gefahren. Dort fährt der allererste Wasserstoffzug oder Personennahverkehrszug der Welt. Da waren wir bei der Tankstelle eingeladen mit dem Betrieb EVB, durften da einmal rein. Die Tankstelle wird betrieben von der Firma Linde. Dort habe ich dann die Fotos gemacht von dem Mitarbeiter von Linde, von dem Zug-Lokführer, der da auch gerade zu dem Zeitpunkt dort ein Zug war, der betankt wurde dann. Den haben sie dann betankt und das konnten wir begleiten. War echt interessant, das einmal zu sehen. Genau, viel gab es ja noch nicht zu sehen, weil es waren eigentlich nur Wasserstofftanks, dann wie der Wasserstoff da ankommt und wie er den Zug betankt. Aber ich denke, das hat ganz gut geklappt. Dann wieder zurück nach Bremen und dann habe ich mit Marc Hagedorn zusammen eine Story gemacht für Seite 3, Thema Flaschenpost. Wir sind nach Bremerhaven gefahren, das war für mich das allererste Mal in Bremerhaven. Und dort sind wir zum Deutschen Schifffahrtsmuseum gegangen und haben einen Mitarbeiter getroffen, der Flaschenpost sammelt, sucht und auch schon mal geschrieben hat. Dann haben wir mit ihm ein kleines Interview geführt, ich habe die Fotos gemacht und am Ende haben wir noch ein Aufmacherbild gemacht für die Seite. Die Idee kam mir vor Ort, lass uns doch, wenn es um Thema Flaschenpost geht, eine Flaschenpost selber machen und die fotografieren. Wir haben also uns ein Glas gekauft, einen kleinen Zettel beschrieben, haben den in die Flasche getan und sind zum Strand gegangen und haben ich habe dann ein paar Fotos gemacht. Die Idee fand Marc ganz gut und ich denke, das kommt auch so dann in die Zeitung. Ich bin gespannt, das wird man glaube ich erst nächste Woche sehen. Sicher bin ich mir gerade nicht genau mit dem Veröffentlichungsdatum. Das mit der Reportage dauert auch noch ein bisschen, wann die irgendwann kommt. Ich habe jetzt erstmal einige noch, die fertig sind und die dann demnächst veröffentlicht werden können. So, das war der Dienstag. Zum Mittwoch fing an, wie jeden Mittwoch, mit dem grünen Sofa-Treffen mit meinem Chef. Der hat sich ein bisschen verspätet, kein Problem. Und dann haben wir einmal die Fotos besprochen von dem Wasserstoffzug, haben dann über La Strada gesprochen, denn am Donnerstag steht die Fotoreportage La Strada an. Das sind Künstler, die hier in Bremen auftreten. Von Donnerstagabend ist die Opening-Veranstaltung, dann heute am Freitag, für mich, wo ich das hier aufnehme, am Freitag, dann noch am Samstag und noch am Sonntag gibt es in Bremen viel zu sehen in der Stadt. Genau, und dazu sollte ich das Opening begleiten und da habe ich dann mit Stefan so ein bisschen drüber gesprochen, was könnte ich machen, wie kann man es machen, wie ist der zeitliche Ablauf von wann bis wann. Genau, das war's. Dann hat er mir noch ein paar Sachen am Laptop gezeigt. Genau. Daraufhin war dann das Meeting zu Ende mit ihm und habe mich mit Oliver getroffen. Wir haben wieder Autofotos gemacht für den Automarkt, für diese Beilage halt, vom Weser Kurier, wo Autos getestet werden. Dieses Mal habe ich mich um die Location auch gekümmert. Das war nämlich der Flugplatz. Ein Flugplatz, ganz interessant. Und das Fahrzeug war diesmal ein Jaguar F-Type, glaube ich. Da bin ich mir nicht sicher. Mit Autos kenne ich mich nicht aus. Es war einfach ein Auto, 4 Räder. Soweit kenne ich mich aus damit. Ich habe die Fotos gemacht. Ganz spannend. Auf dem Flughafen, also auf dem Flugplatz, auf dem Rollfeld und in einem Hangar. Und ich hatte meine Nebelmaschine mitgenommen und ein bisschen Atmosphäre gesorgt, um das Licht sichtbar zu machen. Hat ganz gut funktioniert. Wir konnten auch ein Flugzeug nehmen und das mit in den Hintergrund stellen bei anderen Fotos. Ja, genau, das war der Mittwoch. Ganz spannend. Donnerstag, da ging es halt um diese Reportage La Strada, wie eben schon einmal angesprochen. Eigentlich hat das Ganze gestartet um 12.45 Uhr. Da war dann das die Pressebekanntgabe. Da war ich mit dabei, war jetzt für mich jetzt nicht so wichtig für die Fotos, dennoch war ich einmal dabei, habe da die Fotos gemacht.
Dann bin ich wieder zurück zum Pressehaus gegangen, habe die Zeit ein bisschen überbrückt, indem ich am Laptop war, ein bisschen Mails gecheckt habe und ein bisschen recherchiert habe noch. Dann ging es wieder für mich zurück zu Senkebühne. Das ist bei dem Stadtwall, Stadtpark dort. Es ist eine gewisse Rasenfläche, die so nach unten geht, gegenüber der Kunsthalle in Bremen. Und dort fand alles statt an dem Tag. Die Senkebühne. Genau, dann ging es halt weiter von 14 bis 18 Uhr. Aufbau und Probe, wurde mir gesagt. Sollte auch der Großteil der Reportage bestehen, dass ich da halt diese Proben fotografiere, dieses Üben. Am Anfang haben die Künstler kamen aus verschiedenen Städten, aus Belgien, aus den Niederlanden, aus, ich glaube, Irland und noch woanders her. Sehr international, alle englischsprachig. Und die haben dann ihre Bühne selber aufgebaut. Also das, was sie brauchten. Also die Bühne stand schon und die haben auf der Bühne dann nochmal das aufgebaut, was sie brauchten für ihre Kunststücke. Aber dann gab es keine Proben, keine Übungen zwischen 14 und 18 Uhr. Das war doof für mich jetzt, für die Fotos. Dann bin ich zurück zum PC, habe die Fotos, die ich machen konnte, auf meinen PC geladen, in Lightroom rein, bisschen bearbeitet und dann hochgeladen. Dann mit meinem Chef telefoniert und er meinte so, wo sind denn da die Probenbilder? Und ich so, die haben nicht geprobt. Als das alles vorbei war, dann haben wir halt mir gesagt, okay, dann müssen wir halt heute an dem Donnerstagabend, muss ich dann halt die restlichen starken Bilder halt machen, worauf die ganze Reportage dann beruht und die das ausmachen. Es gab auch einen Notfallplan, falls das alles nicht klappt mit der Reportage, gab es eine Reportage in der Hinterhand, die dann online gehen könnte. Denn die Reportage wird natürlich wie immer am Samstag veröffentlicht, aber sie wird Freitagmorgens gedruckt. Heißt, wenn das hier Donnerstag passiert alles, muss es bis Freitagmorgens alles druckbereit sein. Genau, dann ging es wieder für mich, ab 20 Uhr bin ich wieder zu der Senkebühne hingegangen. Dann haben sie angefangen, so ein bisschen zu proben, zu üben. War also zu spät für mich. Ich habe trotzdem ein, zwei Bilder gemacht, aber die habe ich später nicht mitgenommen. Und dann ging alles los ab 21.30 Uhr. Ich bin nur eine halbe Stunde geblieben bis 22 Uhr, weil ich musste ja auch wieder zurück zum Pressehaus dann. Dann war ich um 22.10 Uhr am Pressehaus, habe die Fotos auf meinen Laptop geladen, kurz bearbeitet und dann hochgeladen. Dann waren sie alle online hochgeladen. Genau, fertig war ich um 22.40 Uhr. Hochgeladen waren sie dann um 22.50 Uhr im DCX, in dem Programm. Dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, hey, Fotos sind da. Dann hat er ein paar ausgewählt, er hat einmal drüber geguckt und dann haben wir nochmal telefoniert und die Seite ein bisschen gebaut und geschaut, was wohin könnte, welche Fotos überhaupt relevant sind für die Story. Das war ganz interessant und dann kamen wir beide auf einen Konsens, welche Bilder passen, und dann habe ich ihm erklärt, was auf den Bildern zu sehen ist. Den Text hat eine Schreiberin an dem Tag schon gemacht und schon bis 17 Uhr schon hochgeladen gehabt. Genau. Und dann war ich mit meinem Chef zusammen fertig um 23.40 Uhr, 45. Dann habe ich noch alles zusammengepackt und war dann 23.50 Uhr endlich raus. Hier habe ich gerade noch gearbeitet. Da die Fotos bearbeitet, hochgeladen und hier gerade mit meinem Chef zusammen diese Seite gebaut. Ganz spannend. Konnte den Bus nehmen um genau 0 und war dann hier kurz nach 0, war ich wieder hier, Feierabend. Dadurch, dass es gestern länger ging, habe ich heute am Freitag, jetzt kommen wir zum Freitag, habe ich ein bisschen früher Schluss gemacht. Ich habe heute Fotos noch bearbeitet, die noch anstanden, und habe dann mich um die Neustadt-Fotos gekümmert, geguckt, ob das mit der Drohne klappt oder nicht klappt. Ich denke, es klappt nicht. Ich habe zwar ein Testfoto gemacht, dann noch ein bisschen Mails gecheckt und das war's. Heute ein bisschen kürzer und am Wochenende steht für mich nichts an, außer dass halt am Samstag dann diese Fotoreportage La Strada jetzt online kommt. Die wurde heute gedruckt. Ich bin gespannt, wie sie dann fertig aussieht. Sehe ich dann nächste Woche. Zeige ich euch nächste Woche im Wochenupdate eventuell. Ja, gut, ich kann ja
Normalerweise zeige ich ja immer, wenn sie fertig gedruckt ist. Werde ich ja nochmal nachreichen. Aber ich kann jetzt hier gleich schon mal, einen kleinen Sneak Peek zeigen, wie es aussieht. Habe ich wahrscheinlich eingeblendet eben. Bin ich mir noch gar nicht sicher, was ich alles einblenden werde, aber das habe ich wahrscheinlich getan. Egal. Das ist mein Problem. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen zum Praktikum, zum ganzen Ablauf, zu mir, zu irgendwas, gerne in die Kommentare. Über ein Like, ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Woche. Ciao.